Christian möchte gerne was über den Umgangston sagen. Genau, ich hole dich mal hierher und übergib dir einfach das Mikro. Danke, Bedu. Genau, weil heute auch schon wieder geschehen und in den letzten Wochen öfter mal geschehen und auch jenseits der Bühne und jenseits hier von der Montagsmahnwache direkt, gibt es so ein paar kleine Unschärfen, die wir ein bisschen beleuchten sollten, weil dann ist es leicht zu beheben. Ist spontan, deshalb überlege ich gerade, wo ich am besten anfange. Aber die Themen haben wir ja alle auf dem Schirm. Was ich heute meinen kann, ist eben klar, braucht man nicht ins Detail gehen und braucht man nicht persönlich werden. Aber schwierig ist es mit gewissen Themen, die jetzt so nicht eine akute Dringlichkeit haben, also zum Beispiel weniger aktuell sind als eben Ukraine, TTIP etc., dass man die natürlich jetzt nicht zensiert und totschweigt, aber man sollte sie natürlich in einen sinnvollen Rahmen einbetten. Ihr wisst ja, wen ich meine oder welches Thema jetzt konkret. Und da kann man zum Beispiel, wenn das jetzt nicht auf einen riesen Feedback trifft oder auf Interesse hier in der Gruppe vor Ort, kann man da sehr schlau eigentlich das Thema in einer wirklich angemessenen Form, also jegliche Thema in einer angemessenen Form mehr so auf der Doku-Ebene abdecken, dass man dann eben auch sich einer Gruppendynamik auch mal beugen muss, wenn man sieht, dass die Leute sich alle umdrehen oder vom Thema jetzt nicht wirklich aktuell erfasst sind, dann braucht man es denen ja auch nicht aufzwingen, weil dann sind wir ja wieder dort, wo wir eigentlich weg wollten, dass wir zwar über freie Themen reden, uns die dann aber dogmatisch aufbürden, das ist ja auch Blödsinn. Und danke, genau. Und das Thema selbst steht natürlich wie alle Themen, außer jetzt grober Unfug, steht dieses Thema aber so für sich und außer Frage, also geht mich nicht an, interessiert mich persönlich nicht so sehr, weil ich über Staatsgrenzen jeglicher Art hinaus bin, weil wir ja hier die Staaten abschaffen wollen, also jedenfalls die klassischen. Wir wollen ja mehr so eine Volksstaaten oder was auch immer. Und da sind natürlich klassische Grenzdebatten etc. schwierig, weil sie nur dahin führen, dass man dann die Grenzen, die Gesetzesbücher und so weiter liest, korrigiert, die Fehler findet, aber dann ist ja doch nichts getan. Also dann werden die nur verbessert, was ja schon schön wäre, aber ich glaube, wir können einfach viel mehr wagen. Hier hat nicht nur das Jahrhundert gewechselt, sondern auch die Gesinnung und jetzt sind wir halt im 21. Jahrhundert und da gibt es halt eh eine Welt. Und noch ist es natürlich... Noch ist es nicht jedem fühlbar, dass es eine Welt ist, weil das halt ein Riesenprozess, der über Generationen wahrscheinlich zu denken ist. Deshalb wird es dem einen früher, dem anderen später klar. Am Ende wird es aber eben nur noch eine Welt geben und da müssen wir eine gewisse Logistik herstellen, wie wir das regeln können. Und das Erste ist dann zum Beispiel von genau dir, dass dieser Ton einfach gar nicht geht. Also du wirst hier respektabel behandelt, Malte, hervorragende mediatorische Leistung, auf dich einzugehen, trotzdem dir zu sagen, passt jetzt nicht, dann weiter drauf zu halten, zweite Runde, dritte Runde, es ist echt ein bisschen lästig. Also wir sind ja hier nicht im Kindergarten und wir sind ja auch nicht in Uffambecken für jegliche, also wir müssen hier nicht alles abbilden. Wir respektieren dein Thema, aber du siehst, es ist eine Schwarmentscheidung, dass es jetzt erstmal so nicht passt. Also erstens, auslagern halt in YouTube-Doku oder selbstständig sehr gerne irgendwie einen Gesprächszirkel machen, wo du einen Termin dann äußerst, wo du dich mit Interessenten und Interessierten zu dem Thema auseinandersetzen kannst, dann ist das ganz einfach. Und wenn du auch andere Themen noch hast, wirst du die Schnittmenge Weltfrieden in Anführungszeichen ja mit uns teilen. Also sehe ich da kein Problem. Und wie gesagt, geht auch nicht um ihn, das geht um so eine generelle Ding. Auf der anderen Ebene gibt es ähnliche Peinlichkeiten bei sogenannten großen Rednern und Mitspielern, wo ich die Woche auch sehr lustige Erfahrungen machen durfte, mal wieder, was auch nicht okay ist. Und zwar spreche ich auch da nicht groß wieder irgendwas an, weil ich will diese ganzen Spam-Debatten nicht anfeuern. Aber ich kann nur eins sagen zu aktuellen, wie auch Debatten in der Vergangenheit über einzelne Ex-Politiker oder angehende Politiker oder linke, rechte, oben, unten, die sich zu bestimmten Themen konkret in Szene setzen, was achtbar ist. Aber darf ein gesundes Maß natürlich auch nicht überschreiten. Und es kann nicht sein, es ist immer falsch, wenn wir als Gruppendynamik, als Gesellschaftsbewegung einzelne Personen besprechen. Das kann nie klappen. Und das müsst ihr wirklich verinnerlichen, weil das genauso auch im Loben gilt. Also im Einzelnen, wenn ich zu Malte nach der Show hingehe und sage, Malte, danke, hast du toll gemacht.
ich denke, das ist cool, das ist achtbar, das ist in Ordnung. Aber wenn man hier so irgendwen abfeiern würde oder hier irgendwen hatet, dann ist das immer dumm. Also ich kenne keinen von diesen ganzen Shitfoot-Debatten, ich kenne keinen von irgendwelchen Leuten, die Magazine zu verkaufen haben, ich kenne keinen und habe noch keine Zeitung davon gelesen, keinen Clip gesehen, von denen, die ihre Clipshows promoten müssen. Und alle die Beteiligten, die ich hier unausgesprochen meine, die kenne ich persönlich und ich achte sie. Dennoch gibt es da gewisse Unschärfen, wie gesagt, die ich, also muss man ein bisschen aufpassen. Einerseits braucht man natürlich ein paar Zugpferde oder sowas, ist klar, so Maskottchen, aber diese dürfen erstens nicht den Kopf verlieren. Und das Zweite ist, dass immer klar sein muss, dass es um den Schwarm geht oder um unsere Enkel halt. Also kann es niemals darum gehen, dass bestimmte Einzelpersonagen besprochen werden, ob sie nun abgewatscht werden oder ob sie hochgejubelt werden. Das ist immer falsch. Wir sind immer die Verlierer in den Debatten und Diskursen, wo wir so vorgehen. Und ich wurde heute darum gebeten, das zu sagen, aber es passt super, weil es mir echt sehr wichtig ist. Das ist mir in den letzten 2 Wochen wieder sehr klar geworden, die verschiedenen Erfahrungen und Erlebnisse dieser Tage. Also da läuft alles super, das nur so nebenbei. Wir sind super und das läuft super, danke euch. Aber solche Unschärfen muss man rausnehmen, weil sonst logischerweise, jeder kann in den jüngeren Geschichtsbüchern nachlesen, von 68 bis heute vielleicht reicht schon. Besser ist, man guckt noch weiter. Dass so eine Gruppendynamiken da dann immer haarig werden und dort dann immer schwierig werden. Das ist völlig in Ordnung. Wir müssen ja auch diese, wie sagt man, gewisse Spannungen aushalten und gewisse Dinge austragen. Das ist völlig in Ordnung, aber wie gesagt, das geht so und so. Man muss immer gucken, welchen Ton man findet und man muss immer gucken, ob man irgendwie ein bisschen zielorientiert bleibt oder ob man jetzt nur so sagt, ich meine aber, ich will aber und so habe ich es doch gesagt. Und das ist natürlich doof. Noch döver ist es, wenn einer sagt schon, der Nächste sagt dann, oh, ich denke auch, aber er hat es ja mit seiner Stimme gesagt, mit seinen Worten, jetzt muss ich es nochmal sagen. Also, um es zusammenzufassen, wir können uns da viel unnötigen Stress sparen und wir können uns viele Doppelungen sparen, wenn wir bestimmte Muster nicht immer wieder in einer Zeitschleife wiederholen, obwohl wir erkannt haben, sie greifen nicht oder sie funktionieren nicht so richtig. Da ist in der Regel logischerweise besser, neue Muster zu probieren und eine andere Herangehensweise. Für mich wurde klar, bei diesem Personenkultproblem, wie bei Einzelraketen, die einzeln abgehen wollen oder wie auch immer, dass man das, wie gesagt, erstens immer gut einfängt, indem man keine Personagen bespricht, immer auf denjenigen zugehen, danach im Zweiergespräch kann man ja mit jedem offen reden, aber nicht alle zu breit watscheln hier. Oder im Internet, ist ja noch schlimmer, wie ich höre, was da für schlappe Storys Wochen und Monate lang breitgetreten werden und wohlgemerkt Einzeldebatten, Einzelpersonagen. Und das ist natürlich schwierig, weil ihr seht, da kommt dann natürlich wenig bei rum. Dann ist das ein einziges Gegeneinander, Geschreie und Gehaue und Gesteche und keiner kommt mehr vorwärts. Und ich weiß nicht, ich frage euch alle, wir stehen hier nicht zum Spaß. Das ist eine Hammer-Herausforderung. Wegen mit immer noch nicht klar ist, der soll bitte nochmal ins Bootcamp gehen und nochmal ein bisschen Liegestütz machen oder üben, ein bisschen Geschichte lesen oder ein bisschen Gruppendynamik üben, weil das ist eine hammerschwere Sache, was wir hier versuchen. Man sollte sich nicht noch selber im Weg stehen, sonst wird es schwerlich gangbar. Aber gut, da muss man jetzt nicht zu pathetisch werden, aber das ist sehr wichtig. Achtet auf euren Umgangston und seid mal ein bisschen Mannschen noch oder ein bisschen Frauchen noch, also Menschen noch, dass ihr auch mal einen anderen Standpunkt aushaltet. Und wenn hier 90% sagen, sie wollen heute nichts über das Quietsche-Entchen in der Wanne hören, dann passt es eben erstmal nicht. Ist doch nicht so schlimm. Wir haben riesen Seiten, da können wir eure Themen immer populär promoten, wenn ihr möchtet. Da könnt ihr Gesprächsrunden einsetzen. Und wie gesagt, mein Lieblingstipp ist immer, macht eine Hammer-Doku und am besten eine Fortsetzungs-Doku und dann sammelst du da Einschaltquoten ohne Ende, kannst Leute zu interviewen. Und schon ist jedes Thema, was halbwegs Interesse heischt, gangbar. Und ich denke, das war's schon. Also achtet euch, dann könnt ihr auch besser die anderen achten. Alles, was nur so gefälscht und getan und so fake ist, das bricht am Ende doch raus. Aber Konflikte werden wir nicht vermeiden können. Ist auch keine Schande. Streitkultur gehört dazu. Keine Angst voreinander, aber bleibt ein bisschen fair zueinander. Dankeschön.